Zum nächsten Sims-Teil gab es neue, umfangreiche Leaks und auch zur generellen Sims-Zukunft habe ich noch ein paar spannende Infos. Project Renee ist gerade in der Playtest-Phase, bei der eine anonyme Person auf Reddit komplett ausgepackt hat. Hier im Hintergrund seht ihr ein paar mehr Bilder der Mobile-Version dieses Ablegers. In der zu testenden Alpha-Version gibt es verschiedenste Quests, die absolviert werden können und die sich täglich ändern. Als besonderes Feature arbeitet man hier wohl in einem Café mit anderen Online-Spielern zusammen und muss die NPC-Sims bedienen und ihre Kaffee-, Croissant- oder Espresso-Bestellungen, die über den Köpfen erscheinen, abarbeiten. Wie für ein Free-to-Play-System typisch, gibt es jetzt auch ein Level-System, in dem ihr weiter aufsteigen könnt. Der Barista-Beruf bringt wohl laut dem Leaker wenig Geld ein. Mit den verdienten Simoleons könnt ihr euch wohl unter anderem Outfits für eure Sims kaufen, die in dieser Demo nicht selber zusammengestellt werden können, sondern vorgefertigt sind. Der Baumodus oder Erstelle einen Sim sind in dieser Demo nicht anspielbar und auch wenn das hier nur eine Alpha und damit unfassbar frühe Vorversion des eigentlichen Spiels ist, bin ich von dem, was wir zu sehen bekommen haben, nicht gerade begeistert. Ich bin der Meinung, dass die Mechanik, mit anderen echten Menschen zusammenzuarbeiten, ganz spaßig aussieht, allerdings auch Potenzial für ganz böse Monetarisierungsmöglichkeiten bietet. Bisher bekomme ich bei diesen Bildern große Sims Mobile Flashbacks, was auch beim Ansehen der Sims so weitergeht. Die Augen wirken etwas zu groß. Ich hoffe einfach mal, dass hier noch fleißig geschraubt wird und sie sich zum Beispiel bei den Haaren für einen detaillierteren Ansatz entscheiden. Die Grafik ist natürlich auf einem Mittelklasse-Smartphone nicht sonderlich gut. Auch hier bin ich mal gespannt, wie das finale Ergebnis aussieht. Hoffentlich behalten die Sims-Entwickler immer noch im Auge, was sich die Community wünscht und entfernen sich nicht zu weit vom klassischen Sims-Gameplay. Aber das war noch nicht alles. In der letzten EA-Investoren-Konferenz hat EA genau gezeigt, wie sie sich das Sims-Universum in Zukunft vorstellen. Wie wir ja bereits wissen, läuft die Sims 4 zusammen mit Project Renee gleichzeitig weiter. Hier soll sich allerdings auch MySims wieder mit eingliedern, dessen Switch Remaster nur der Anfang sein soll und weitere Spiele hier folgen werden. Und auch ein ganz neues Spiel für Mobilgeräte ist in der Entwicklung, welches sich auf Geschichten erzählen und Teilen konzentrieren soll. All diese Spiele werden dann im gemeinsamen Sims Hub vernetzt. Hier wurde eine gemeinsame, übergreifende Galerie, Marktplatz und die Möglichkeit, Objekte von einem Sims-Teil in den anderen zu portieren genannt. Was genau da dahinter steckt, wird dann die Zukunft zeigen. Aber auch wurden neue, coole AI-Features vorgestellt, die irgendwann vermutlich für die Sims 4 kommen sollen. Man lädt ein Bild von einem Gebäude hoch und bekommt dann in der Galerie Gebäude angezeigt, die ähnlich aussehen und einen gemeinsamen Stil haben. Das soll auch im Cast mit einem hochgeladenen Bild eines Outfits funktionieren, auf Basis dessen das Spiel dann den Sim mit ähnlichen Klamotten einkleidet. Lasst unbedingt ein Abo da, wenn ihr zu weiteren Sims-News nichts verpassen möchtet. Denkt ihr, dass diese Inhalte spannend sein könnten? Schreibt es gerne in die Kommentare. Also dann, bis zum nächsten Video.